Warte, ist er jetzt hinter mir her? Halt, stopp! Nein, nein, nein! Hey Freunde, damit herzlich willkommen zurück bei eurem Schulfer. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Bark. Das Game, in dem wir aus der Sicht von einem Hund spielen. Also es ist ein Horrorgame. Wir spielen nicht einfach aus der Sicht von einem Hund und alles ist freundlich und lustig. Es ist ein Horrorgame aus der Sicht von einem Hund. In dem Game geht es so ein bisschen darum, dass das Herrchen von dem Hund, also wir spielen den Welpen, und das Herrchen ist gewalttätig, der hat so ein paar Aggressionsprobleme. In dem Game passiert aber nichts Blutiges, trotzdem als Triggerwarnung, wer dabei Gewalt gegen Tiere und so vielleicht ein bisschen empfindlich ist, sollte sich vielleicht gut überlegen, ob er das Video schaut oder nicht. Ansonsten ist es aber ein extrem gut gemachtes Horror-Game. Wenn ihr es selbst spielen wollt, könnt ihr es bei Instant Gaming kaufen. Link in der Beschreibung. Da kriegt ihr das Game natürlich günstiger. Gerne da eure Spiele einkaufen, wenn ihr den Channel supporten wollt. Und wir machen mal da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wenn ihr den ersten Part verpasst habt, könnt ihr wie immer jetzt oben rechts im Video hier irgendwo über mir auf das Info-Symbol klicken und könnt euch den ersten Part noch reinziehen, damit ihr auch alles mitkriegt. Und wir machen jetzt in dem Kapitel weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Dieses Level hier, was ich nicht geschafft habe. Letztes Mal. Hier kommt ja jetzt dieser große Hund da gelaufen, der uns gleich hier so ein bisschen erschreckt. Und das Game ist wirklich cool gemacht, wie man das aus der Sicht von einem Hund erlebt. Wir sind ja so ein kleiner Welpe und der erschreckt sich gleich so ein bisschen. Und dann erlebt er so richtige Halluzinationen und so. Wir müssen uns halt gleich vor unserem Herrchen verstecken. Deswegen, wenn ihr wirklich guten Kontext noch haben wollt, auf jeden Fall auch nochmal in den ersten Part reinschauen. Aber wir machen jetzt mal hier weiter. Jetzt ist der Kollege nämlich hier. Hi, so ein Schäferhund. Und wir müssen jetzt bellen, um die Katzen zu verjagen. Das ist unser Auftrag. Und wenn wir jetzt bellen, dann... Oh! Ja, und dann erschreckt sich der Kleine hier richtig. Er erschreckt sich richtig. Und jetzt kommt... Warte, wir haben hier so eine Funktion, womit wir Sachen sehen können. Hier ist auch irgendwie so ein Buch, okay. Und jetzt haben wir so... Warte mal, ich muss mich einmal hier verstecken. Jetzt haben wir so Halluzinationen, da, ihr seht es. Von irgendwelchen anderen Hunden. Oh, und jetzt kommt unser Herrchen auch noch. So, diese Halluzination müssen wir wegbellen. Und jetzt kommt unser Herrchen und will uns schnappen. Und wir müssen uns jetzt hier irgendwie verstecken vor ihm. Und auch vor den Halluzinationen gleichzeitig. Das ist das Schwierige. Weil wir müssen die Halluzinationen anbellen und uns vor dem Herrchen verstecken. Könnt ihr euch also vorstellen, warum das nicht so einfach ist. Okay, warte, wir müssen nochmal kurz diese Dingsfunktion hier benutzen. Wo ist das Herrchen? Da. Okay, warte, wir bellen hier kurz. Wir bellen. Bell, 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 bell. Oh! Hat er mich? Oh. Kann er mich nicht? Nein, nein, nein! Kriegt er mich? Ich bin ihm entkommen. Ich bin ihm entkommen. Allerdings ist hier auch eine von den Halluzinationen. Aber wir warten mal kurz hier. Die Halluzination ist weg. Da hinten ist eine neue. Okay. Wir müssen halt warten jetzt, bis das Herrchen wieder ins Bett geht. Und dann haben wir das Level, glaube ich, geschafft. Das war halt... Das war in der letzten Episode... Ich habe es nicht hingekriegt. Und das Ding ist, wenn die Halluzinationen uns zu nah sind, dann fängt der Kleine an zu fiepen. Und dass das dann nicht gut endet, könnt ihr euch vorstellen. Und diese eine Halluzination ist jetzt auch auf dem Weg hier rein. Oh, nee. Oh, ich glaube, wir haben hier eine gute Ecke gefunden. Oh, hier sind wir sicher vor Halluzinationen und vor dem Herrchen. Okay, wir bleiben einfach hier in der Ecke. Wir bleiben ganz in Ruhe hier in der Ecke einfach. Wir bleiben einfach hier. Und hoffen, dass es bald vorbei ist. Okay, ich glaube, geht er jetzt wieder? Hier drüben ist seine Tür in sein Schlafzimmer. Aber... Jetzt geht er. Yes! Und jetzt... ist alles wieder gut. Keine Angst mehr, keine Panik, keine Halluzinationen mehr. Und jetzt können wir wieder schlafen gehen. Okay, soll ich wieder in das Bett hier gehen? Ah ja, okay, wir schlafen wieder hier in dem Bett. Ich weiß auch nicht, wem das Bett hier gehört. Keine Ahnung, wer hier noch alles lebt. Aber jetzt haben wir das Level endlich abgeschlossen. Das war ein bisschen tricky, aber wir haben es hingekriegt. Donnerstagnacht abgeschlossen. Wir kriegen auch richtig viele Punkte jetzt, glaube ich. Wir hatten ja irgendwie alle Leckerlis, die es gibt. Oder nee, wir hatten 4 von 5, glaube ich. Und noch ganz viele Bonuspunkte. Ihr seht schon da, unser Sense steigt jetzt. Womit wir so Sachen wahrnehmen können und so. Alter, 13% und noch 1% Stealth. Sehr, sehr gut. Das ist strong. Und jetzt können wir hier nochmal gucken. Wir haben 4 von 5. Das 5. habe ich nicht gefunden. Keine Ahnung, wo es war. So, und wo wachen wir jetzt auf? Auf dem Sofa, so wie es aussieht? Wir haben Freitagabend. Emotional
Okay, ich habe keine Ahnung, wie man das Wort ausspricht. Okay, keine Ahnung, wie das heißt. Aber ich soll in die Garage gehen? Wie kommt man in die Garage? Ah, die Tür hier, die war sonst immer zu. Jetzt ist sie offen. Wir erkunden aber erstmal. Wir suchen erstmal wieder Leckerlis, ja? Weil Leckerlis bringen jedes Mal 10.000 Punkte. Und das ist echt gut, um unsere Skills zu erhöhen. Jedes Leckerli, was wir finden, hilft uns da weiter. Deswegen schauen wir uns gerade erstmal kurz ein bisschen hier um. Hier ist die Katze. So. Katze anbellen sind auch immer 10.000 Punkte. Deswegen machen wir das ruhig mal. Und hier in diesen Schränken und überall sind öfters diese Leckerlis. Aber bis jetzt sieht es hier sehr mau aus, muss ich sagen. Hier ist eins im Nachtschränkchen. Sehr gut. So, vielleicht noch hier oben im Rest der Küche oder so. Ansonsten mal sehen, wie groß die Garage ist. Da wird ja wahrscheinlich auch einiges versteckt sein. Hier. Was war? Achso, Radio. Okay. Irgendwas mit Hundefutter. Irgendwas stimmt mit einer bestimmten Marke von Hundefutter nicht, sagt der Reporter. Okay. Wow, die wurden 114 Mal verklagt. Weil das Hundefutter scheinbar nicht gut für Hunde ist und die krank geworden sind oder so. Okay, aber kein Hund ist dran gestorben, immerhin. Oh. Okay, also. Ich hoffe. Oh, Kaffee? Ich hoffe, wir haben nichts von dem komischen, schlechten Hundefutter gegessen. Okay, weitere Leckerlis sind hier, glaube ich, nicht. Wir waren jetzt gerade eigentlich überall. Hier gibt es noch eine Ecke, aber hier ist nichts. Hier sind wieder Katzen, die wir erschrecken müssen. So, weg mit denen. Aber erstmal schauen wir jetzt in die Garage. Da waren wir noch nicht drin. Auch wenn... Oh nee, von hier kommt man gar nicht in die Garage. Hä? Ist hier irgendwo ein Leckerli vielleicht dafür? Nee, hier ist was. Irgendein Easter Egg. Von... Ist das 8-Bit Ryan? Ryanware? Wahrscheinlich, oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das nicht der Zugang zur Garage. Wie kommt man denn dann... Was ist das für ein Geräusch? Was ist das? Feuerwehrsirene? Was geht da jetzt ab? Warte, ich erschrecke wieder Katzen. Oh! Wir jaulen die Sirene an. Oh, okay, da steht... Vorkommnisse in der Umgebung können dafür sorgen, dass man die Kontrolle verliert. Und dann jault der Hund einfach. Ja, moin. Es ist schon echt cool gemacht so. So mäßig, dass die Hunde nur nach ihren Instinkten agieren und solche Sachen. Schon echt cool. Also wir müssen weiter Katzen erschrecken. Ja, wir kommen scheinbar nicht so einfach in die Garage rein. Ich dachte, das geht durch die Tür hier im Flur. Aber offensichtlich ist das nicht der Fall. Keine Ahnung, wie es dann geht. Unser Besitzer kommt nach Hause. Oh, dann geht bestimmt... Bestimmt geht die Tür hier in die Garage. Oder die Tür hier. Ich soll mich irgendwo verstecken. Aber wo? Hier drunter vielleicht? Ich chill mal kurz hier. Vielleicht kann ich von hier aus dann gleich... Kann ich ihn schon sehen? Nein, ich kann ihn noch nicht wahrnehmen. Aber vielleicht können wir dann von hier aus irgendwie... gleich... in die Garage gelangen. Wie, du hast das gehört? Was hast du gehört? Alter, er ist jetzt schon hinter uns her. Bro, chill. Oh, ich muss jetzt aufpassen, dass er mich nicht sieht. Hier ist die Garage. Okay. Ich gehe einfach in die Garage rein. Hier in die Ecke. Bin ich hier sicher oder kommt er auch hier rein? Wir warten erstmal, bis er wieder ist wahrscheinlich von der Arbeit nach Hause gekommen oder so. Wir warten mal, bis er hoffen... Oh nein, er kommt hier rein. Oh, bin ich hier sicher oder nicht? Ultra knapp. Er steht direkt hier um die Ecke. Er steht direkt hier ums Eck. Oh, bitte. Okay. Wir haben uns genau an der richtigen Ecke versteckt. Alter.
Okay, er ist jetzt wieder ins Bett gegangen oder in seinen Raum oder was auch immer. Ich sehe auch schon noch einen Leckerli. Schauen wir doch mal. Das hauen wir uns direkt rein, Leute. Die 10.000 Punkte nehmen wir mit. Oh, wir kriegen wieder Hunger. Wir kriegen wieder Hunger. Ich wollte gerade sagen, oh, wurden wir gerade vergiftet? Aber, nee, wir, so reagiert der Hund ja irgendwie, wenn er Hunger hat. Immer noch keine Ahnung, warum das so aussieht, als würde er bald sterben. Aber der Hund kriegt ein bisschen Hunger und er ist direkt, direkt krank vor Hunger quasi. Was sind das alles für komische Kästen hier? Cranky Crew. Cranky Crew, wieder irgendein Easter Egg. Okay, wir müssen Hundefutter finden. Oder irgendwas anderes, ja. Haben wir mittlerweile auch schon gelernt. Wir müssen das essen, was wir finden können. Leckerlis zählen übrigens nicht. Die sind nur, um Punkte zu sammeln. Die zählen aber nicht zum Essen. Also es ist nicht so, dass wir davon satt werden oder so. Und das Ding ist, hier liegt nie irgendwo Essen. Wir haben keine Futterschüssel oder so, dass uns hier irgendwo Essen hingelegt wurde. Gibt's nicht. Also keine Ahnung, wie die sich hier das denken. Der Hund einfach gefühlt am Verhungern. So, das hier ist Kaffee, das ist kein Futter. Oh, was ist jetzt los? Oh! Was? Hä, wir sind einfach umgekippt. Ich war auf der Suche nach Futter. Ich habe nach Futter gesucht. Und auf einmal ist der Kleine einfach umgefallen. Aber wieso? Okay, aber scheinbar muss es so sein. Wir haben das Level abgeschlossen. 46.000 Punkte. Wir kriegen noch mal ein bisschen Sprintboost dazu. Das ist gut. Aber was ist denn jetzt passiert? Wir hatten drei Leckerlis von fünf. Die sind echt gut versteckt übrigens. Also keine Ahnung, wo die anderen zwei waren. Aber was ist denn jetzt los? Jetzt sind wir im Garten. Freitagnacht. Überreste des Barbecues. Haben die gegrillt und wir hauen uns jetzt die Überreste rein, oder was? Also keine Ahnung. Erstmal den Garten erkunden. Oh, guck mal, das ist unser Schatten. Oi, ein kleines Feini. Okay. Wir schauen uns erstmal hier im Garten um. Was ist denn hier? Irgendwas. Oh, Leckerli. Nice, direkt gefunden. Hier ist... Irgendwelche Dosen sind hier. Was ist das hier? Oh, das sind Steine, die können wir rumschmeißen. Nice. Yo. Richtig cool. Oh, was ist das hier? Sind das... Irgendein Gewächs oder... Dreck oder keine Ahnung. Okay, was ist das hier hinten in der Ecke? Irgendein Baumstumpf oder so. Noch ein Leckerli. Perfekt. Oh, wir können auch hier ums Haus drum rumlaufen. Hier ist Sicherungskasten oder sowas. Hier sind noch mehr Steine. Noch ein Leckerli. Perfekt. Drei von fünf schon. Ich hatte noch nie alle fünf. Also, in noch keinem Level hatte ich bis jetzt fünf Leckerlis. Vielleicht in dem hier. Die scheinen nicht gut versteckt zu sein dieses Mal. Wie sieht's hier aus? Die Kiste, die können wir auch rumschmeißen. Hier ist so ein kleines Klettergerüst. Hier können wir auch ein bisschen dran rumklettern. Und jetzt soll ich die Nachbarhunde anbellen? Aber wo sind denn Nachbarhunde? Hä? Wo bellt da einer? Hier drüben hinterm Zaun. Okay, wir müssen zurückbellen. Let's go. Zack. Zurückgebellt. Let's go. So geht's ja nun nicht. Ich glaube, ich sehe noch ein Leckerli, oder? Ich soll mein Territorium markieren. An Highlighted Areas. Also hier, oder was? Achso, muss ich das... Achso, muss ich Sense anhaben dafür, oder was? Ah, ja, muss ich. Offensichtlich. Und dann pinkeln wir erstmal ein bisschen hin. Um Territorium zu markieren. Ja, moin. Let's go. Hier drüben scheinbar auch. Ey! Hör bloß auf, hier rumzubellen, Kollege Schnürschuh. So geht's ja nun nicht. Raus mit dir. Hau ab. So, ich glaube, hier müssen wir auch. Genau, zack. Hier auch, da drüben auch, an dem Fass oder was das war. Okay, erstmal überall hier hinstrollen im Garten. Let's go. Hier auch direkt. Da drüben an dem Baum auch. Oha, einfach im ganzen Garten. Hier auch an den Pfosten. Das gibt bestimmt Ärger, nehme ich an. Oh, und jetzt sollen wir... Jetzt sollen wir, Moment, erstmal müssen wir den Hund loswerden. Zack. Und jetzt sollen wir Eichhörnchen verjagen. Okay.
Okay. Wo sind denn Eichhörnchen? Warte, erstmal hier auch noch Territorium markieren. Let's go. Ich habe noch kein einziges Eichhörnchen gesehen. Also. Wo? Da sind sie. Okay, und wie verjage ich die jetzt? Ja, ist doch weg. Oder muss ich da noch irgendwie was anderes machen? Muss ich. Ah, okay. Ich muss das Sensing anhaben, damit es auch wirklich gut Punkte gibt, oder was? Ah, okay, okay, okay. Also wenn wir die da rumjagen und... Oh! Was? Oh, weil ich ihn nicht angebellt habe? Hat er uns geschnappt, oder was? Ach so, ich muss ihn wegbellen. Oh, Mist. Okay, ich dachte, wir haben noch kurz Zeit. So, jetzt ist er hier auf der anderen Seite vom Zaun. Wir müssen ihn also wirklich immer direkt verjagen. Am besten, damit wir, damit er nicht über den Zaun kommt, um uns hops zu nehmen. Offensichtlich sind wir dem großen Kollegen nicht gewachsen. So, wir sind ja noch ganz kleiner Welpe, da können wir nichts machen. Oh, hier sind Eichhörnchen, Leute, let's go. Zack, direkt verjagen für schön viele Punkte. Sind hier noch mehr? Nee, okay, lassen wir erstmal so. Ich meine, ich habe auch keine Ahnung, wie lange und wie viel ich die jagen muss. Ich laufe einfach mal hinterher. Ja, wir müssen immer den Sense anmachen, damit es klappt. Aber das ist ja kein Problem. So, weg mit den Eichhörnchen. Zack. Ist hier nur eins? Oder, come on. Nee, hier war noch eins. Ist das jetzt auch weg? Nee, die chillen jetzt hier hinten, oder was? Chillen jetzt hier in der Ecke. Warte, ich muss Sense aufladen. Und dann gehen wir direkt wieder rein. Let's go. Weg mit euch. Los, haut mal ab. Ihr kleinen Mistviecher. Oh, und jetzt soll ich noch Katzen auch noch verjagen? Aber wie das denn? Warte mal, erstmal müssen wir den Kollegen hier verjagen. So, zack. Weg mit dir. Und wie soll ich jetzt... Hier sind wieder Eichhörnchen. Wie soll ich denn jetzt Katzen verjagen? Ich kann ja gar nicht... Also, die Katzen sind wieder vorne. Aber ich kann ja gar nicht nach vorne. Ich bin ja... Jetzt jaulen wir wieder rum. Das Härchen wird schon richtig sauer. Das gibt wieder Ärger. Ich hoffe, er kommt nicht raus. Obwohl, vielleicht kommt er raus. Und dann bedeutet das wahrscheinlich, finde Wasser. Okay. Oh, wenn ich nicht genug trinke, kann ich halluzinieren. Wo soll ich denn hier jetzt Wasser herkriegen? Wird mir das irgendwo angezeigt? Keine Ahnung. Warte, wir laufen immer ein bisschen rum. Irgendwo muss ja bestimmt was zu trinken hier rumfliegen. Auch im Garten drin. Irgendwo, irgendwas. Irgendwas zu trinken, bitte. Hallo? Sieht schlecht aus, Leute. Ja, hier war das Leckerli, das haben wir schon. Oh! Okay, klasse. Klasse, wir haben eine Halluzination. Weil ich nichts zu trinken gefunden habe. Ja, aber wo soll ich denn... Oh, oh, die Halluzinationen sind hier. Gleich zwei dieses Mal. Drei sogar. Vier? Wie viele Halluzinationen sind das denn? Weg mit euch! Haut ab! Haut ab! Kann ich irgendwo Wasser finden? Ich meine, hier ist doch auch kein Wasser im Garten. Wie soll ich denn... Alter, hier sind noch mehr. Wie soll ich hier denn was trinken? Alter, wie viele Halluzinationen sind das? Da hinten sind noch mehr. Anbellen, anbellen, anbellen. Zack. Weg mit euch. Ich habe irgendwas erwischt für 10.000. Okay, keine Ahnung was. So, die ist auch weg, die Halluzination. Oh, aber es kommen als neue. Muss ich was trinken? Aber hier ist nirgendwo was zu trinken. Wie soll ich denn was trinken? Oh nein, das ist nicht gut. Okay, wir bellen ihn hier nochmal an. Was war das? Wow. Der Kleine hat sich übel erschreckt. Alter, er ist als am Rumfiepen jetzt auch. Ich soll einen Weg finden, den Nachbarhund aus dem Garten zu jagen. Oh, er ist in meinem Garten. Jetzt habe ich es auch verstanden. Jo, wie soll ich das denn machen? Soll ich jetzt so lange rumbellen, bis unser Herrchen rauskommt, oder was? Oh nein, oh nein. Ganz schlecht. Hau ab. Geh weg. Wir müssen als bellen, bis das Herrchen kommt, oder? Oh nein, okay. So nicht, so nicht, so nicht. Das war falsch. Okay, ich glaube, ich weiß, wie es funktioniert. Wir müssen ihn immer so ein bisschen anbellen, wenn er bellt, damit er aufhört zu bellen. Und dann müssen wir immer so ein Stück wegrennen. Ich glaube, so funktioniert es. Ich guck mal gerade, weil wenn wir jetzt hier bellen... Weil wir müssen jetzt ja quasi bellen. So, jetzt kommt er hier hin. Und jetzt bellen wir ihn wieder an. Und nochmal.
Zack, laufen wir ein Stück zurück. Und bellen wieder, bis unser Herrchen rauskommt. Das ist das Ziel. Wir müssen das Herrchen rauslocken, damit das sich darum kümmert. Weil ich kann mich ja nicht hier um den Riesenhund kümmern. Das funktioniert nicht. Okay, ich soll einen Ort zum Verstecken finden. Mache ich, kein Problem. Warte, ist er jetzt hinter mir her? Halt, stopp! Wer ist jetzt... Nein, nein, nein! Ey! What? Ich hab doch alles richtig gemacht. Hä? Okay, wir starten jetzt wieder rein hier mit Finde einen Ort zum Verstecken. Ist da eigentlich noch ein Leckerli? Da leuchtet als irgendwas. Ich glaube schon, oder? Ja, das nehmen wir uns mal. Und ansonsten bleiben wir jetzt einfach erstmal hier und hoffen... Oh ne, er wird uns hier finden, oder? Oh Mann, ich habe ein richtiges... Das hier, das, was ist das für ein Kackversteck hier? Ich stehe einfach nur hier in der Ecke. Das, ja, das hat nicht funktioniert, ne? Das war wohl... Das war mal richtig schlecht. Oh Mann, was ist denn los? Aber wo soll ich mich sonst verstecken? Ich glaube, am besten... Ich dachte halt nicht, dass er bis da hinten in die Ecke kommt. Ich bin ganz ehrlich. Ich dachte, der schmeißt den anderen Hund jetzt raus. Aber das ist scheinbar irgendwie automatisch oder so. Keine Ahnung, weil der große Hund ist weg. Vielleicht sollte ich mich am besten einfach... hier verstecken? Hinter den Mülltonnen? Ist wahrscheinlich am besten, oder? Ansonsten, keine Ahnung, wo ich hin soll. Ich meine, da vorne ist so eine Bank, wo wir drunter können, aber wenn er genau davor anhält, ist die auch nicht sicher. Oh, er kommt jetzt hier in unsere Richtung. Er war eben da hinten. Ich hoffe einfach, er kommt nicht bis hier runter, bis in die Ecke. Solange er nicht bis hier hinläuft. Bleib stehen, bleib stehen, bitte bleib stehen, bitte bleib stehen, bitte bleib stehen, bitte bleib stehen. Oh, ich wollte gerade sagen, vielleicht kriegt er uns nicht, aber doch. Oh Mann, okay, es kann nicht so schwer sein. Kann nicht sein. Das Ding ist, wenn wir da in den Ecken sind und er einmal da ist, können wir halt auch nicht mehr, ja, uns woanders verstecken. Wir können ja nicht mehr dann die Position wechseln. Aber was ich eben meinte, ist halt hier vorne unter der Bank, aber das sieht er ja auch sofort. Wir könnten halt hier irgendwie in die Ecke gehen und erstmal warten und hoffen, dass er irgendwo nach da hinten geht und uns dann unter der Bank verstecken. Das könnte vielleicht klappen, dass wir ihn jetzt erstmal laufen lassen, vielleicht ein Stück nach da hinten und dann gehen wir hier vorne hinter die Bank und wenn er da hinten im Eck ist, laufen wir in das Eck da hinten. Ich denke, das ist eine ganz gute Taktik. Also, das gibt's nicht. Okay, er ist wieder ein Stück weggegangen. Alter, wir sind ihm entkommen. Ich hätte nicht gedacht, dass das klappt. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Okay, ist jetzt da unterwegs. Ich gehe hier hinter den Baum. Ich kann seinen Schatten sehen durch die Lampe, das ist voll gut. Jetzt ist er am Suchen. Wenn er in diesem Suchmodus ist, wenn er stehen bleibt, dürfen wir uns nicht bewegen. Okay, ich glaube hier ist... Ich glaube hier ist ganz gut jetzt. Wir können ja einfach um diesen Baum im Kreis laufen eigentlich. Geht er wieder rein? Jo, er geht wieder rein. Oh, voll gut, wir haben es geschafft. Let's go. Okay, easy. Oder ist er noch nicht fertig? Doch, er ist fertig. Er ist fertig mit Suchen, zum Glück. Puh. Jetzt sollen wir einfach wieder schlafen gehen. Die Frage ist, wo? Wahrscheinlich hier auf der Bank oder so? Oder, ja. Wir gehen hier bei der Bank einfach wieder schlafen, Leute. Und haben den Freitag auch abgeschlossen. Und ich glaube, wir hatten auch vier Leckerlis geschafft, ne? Also voll gut, voll viele Punkte auch. Da kriegen wir hier mal wieder einige Stealth-Punkte und auch ein bisschen Sense dazu. Also alles Sachen, die uns gut weiterhelfen, definitiv. Und wir haben 1, 2, 3, 4 Leckerlis. Perfekt. Richtig, richtig gut. Und jetzt kommen wir ins nächste Level. Samstagnachmittag. Vergeben ist Ignoranz. Okay. Wilder Titel für... Dafür. Oh, ist das hier... Ist das hier das Schlafzimmer vom Herrchen? Wie sind wir denn hier reingekommen? Also hier ist... Ich wusste, dass hier drin ein Leckerli ist. Ich weiß auch echt nicht, warum man sich einen Hund holt, wenn man irgendwie gewalttätig gegenüber dem Hund ist. Keine Ahnung, ich verstehe so Menschen nicht. Ich finde ehrlich... Also Real Talk, ich finde das Game... Richtig, richtig traurig, weil es halt wirklich Hunde gibt, die in irgendeinem Haushalt wohnen und einfach den ganzen Tag nur Angst haben müssen,
dass sie ja, keine Ahnung, quasi von ihrem Herrchen, was ja eigentlich auch irgendwo ein Beschützer sein soll, angegriffen werden. Also sehr, 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 sehr wild. Sehr trauriges Spiel eigentlich. So, wir haben hier ein bisschen Müsli, das schmeißen wir mal rum. Wir sollen irgendwie in den Garten kommen. Keine Ahnung, wie ich das anstellen soll. Ist hier irgendwo eine Tür offen? Oder ein Fenster oder so? Also ich suche gerade erstmal noch ein bisschen wieder nach Leckerlis. Ob hier irgendwo eins ist vielleicht. Aber ich denke, hier drin haben wir schon alle, wenn wir auch... Obwohl, in der Garage vielleicht noch. Vielleicht ist hier drin irgendwo noch eins. Wir schauen mal. Natürlich, natürlich. Hier kommen wir auch in den... die Tür hier führt auch zur Garage. Und so kommen wir auch in den Garten. So, unsere Aufgabe ist klar, Leute. Erstmal wieder das Territorium markieren. Nur wo? Es werden keine Stellen angezeigt, wenn ich den Sense benutze. Und der Hund ist auch schon wieder da. Hau ab! Weg! So. Okay, wo soll ich denn markieren? Hier schon mal. Sehr gut. Machen wir. Wir sind Profis. Okay, wo noch? An welchen Ecken noch? Hier an dem Baum auch. Erstmal alle. Der Klassiker. Erstmal alle Bäume anpinkeln. Logisch. Okay. Aber der Hund ist jetzt gleich schon wieder da. Den bellen wir erstmal wieder an. So, weg mit dir, du Ekliger. Hör auf, mich zu nerven. Das ist mein Haus. Okay. Wo müssen wir noch hinpullern? Schauen wir mal. Hier. Okay. Jetzt... Hat es gerade nicht gereicht vom Sense her. Das Problem ist, dass man den Sense immer komplett aufladen lassen muss. Also, dass man nicht irgendwie nur die Hälfte auflädt und dann, sondern dass man irgendwie immer, ja, komplett warten muss, bis die Leiste unten voll ist. Erstmal schnell den Hund anbellen, Leute. Bevor der sich hier denkt, zack, er kann wieder über den Dings springen. Aber wir sollen erstmal wieder, Hunde, sage ich schon. Wir sollen erstmal wieder Katzen vorne erschrecken. Das machen wir. Kein Problem. Katzen wieder im Vorgarten anbellen. Meine Lieblingsbeschäftigung. Okay, let's go. Weg mit euch. Aber auch... Oh. Das Spiel spielt während Corona? Lockdown? Okay. Okay, ein paar Infos einfach darüber. Und mit mehr Polizeiaktivität. Also irgendwelche Proteste und Aufstände gegen Lockdown oder was? Okay, keine Ahnung. Da bin ich ja mal gespannt, was da abgeht. Warte, erst Katzen anbellen. Und dann, dann Eichhörnchen. Dann Eichhörnchen im Garten hier hinten auch noch weghauen. Wo sind die schon wieder? Da drüben sind sie. Die kleinen Eichhorns. Warte, ich muss erst aufladen. Und let's go. So, weg mit dir. Hau mal ab. Stehen einfach daneben und sammeln Punkte. Ja, let's go. Hallo. Hey, du bist ja süß. Ui, guck mal. Ein feines Eichhorn. Okay, gibt es noch mehr Eichhörnchen oder ist das das Einzige? Da drüben ist noch eins. Aber warte, wir müssen erstmal den Kollegen hier loswerden. Zack. Weg mit dir. So. So, hier sind noch mehr Eichhorns. So, lauft mal ruhig. Es ist ins Haus gelaufen. Ich glaube nicht, dass das gut ist. Okay, ja genau. Wir haben jetzt erstmal direkt als Auftrag mit Spielsachen. Sieben Leute wurden festgenommen. Okay, verschiedene Gifte und was weiß ich. Okay. Also irgendwelche illegalen Substanzen wurden verkauft, sieben Leute wurden festgenommen.
Also wir haben ja im ersten Part vom Game auch schon Infos darüber bekommen. Jetzt sind die Eichhörnchen hier drin. Oh nein! Ja, den Haustieren immer nur ordentliche Medizin geben. Holt euch immer eure Arzneimittel in einer echten Apotheke. Besser ist es. Ja, gute Ratschläge, gute Ratschläge. Okay, wir sollen wieder Katzen erschrecken. Alright, let's go. Katzen, hinfort mit euch. Schon wieder Radio? Was? Eine Schießerei? Oh. Hier wird rumgeschossen jetzt? Okay, die sind in einem Fluchtfahrzeug unterwegs und werden jetzt von der Polizei verfolgt. Alter. Also auf jeden Fall drinnen bleiben. Ich meine, wir sind ein Hund, wir bleiben sowieso drin. Aber, so, wir jagen jetzt... Wir jaulen erstmal. Wegen den Sirenen. Natürlich. Was auch sonst. Yo, was geht denn da ab? Okay, wir sollen drinnen bleiben, klar. Wer weiß, was da draußen gleich abgeht. Wenn die irgendwelche Bewaffneten verfolgen oder so, keine Ahnung. Bleiben wir natürlich drin. Wir bellen trotzdem Katzen an, das ist wichtig. Katzen haben trotzdem nichts im Vorgarten zu suchen. Auf keinen Fall. Unser Auftrag ist wortwörtlich einfach nur drin bleiben. Also schmeißen wir jetzt hier ein bisschen die Billardkugeln rum. Ja, wir müssen uns ja auch mit irgendwas beschäftigen. So, zack. Und zack, let's go. Alter, wie die hier rumzischen, guck mal. Das ist schon cool. Jetzt verstehe ich, warum Hunde immer allen möglichen Krempel mit sich rumschieben und rumschmeißen. Ich meine, was willst du sonst groß machen? Aber was würde eigentlich passieren, wenn wir jetzt trotzdem rausgehen und wir einfach nicht hören, sondern trotzdem mal draußen gucken? Ich meine, wir sind ja ein Hund. Wir verstehen doch... Oh! Okay, okay, okay. Ich gehe wieder rein. Kein Problem. Alles gut. Sorry, sorry. Alter, sind die draußen am Rumballern oder was? Unser Besitzer ist zu Hause. Okay, wir bleiben hier in der Ecke. Hier sind wir sicher. Halluzination ist auch on the road. Alter, fangen die einfach an, draußen in der Nachbarschaft rumzuballern? Okay, wir bleiben, also ich glaube, die Halluzination ist draußen unterwegs. Ich weiß gerade nicht mehr, ob es eine Halluzination ist oder ob es wirklich der Nachbarhund ist. Auf jeden Fall bleiben wir erstmal hier in der Ecke stehen, bis die Luft wieder rein ist. Oh, wir haben schon zwei Hunde draußen, zwei Halluzinationen. Ich denke mal, eins ist echt, eins ist eine Halluzination. Keine Ahnung. Unser Besitzer ist auch draußen, glaube ich. Warum ist er sauer auf uns eigentlich? Vielleicht ist aber auch eine Halluzination. Ich meine, die waren da am Rumschießen, hat ihn alles nicht gejuckt. Und jetzt kriegt er einen Nervenzusammenbruch, nachdem, ja, ich habe ja gar nichts gemacht. Also warum jagt er mich? Kann ja nicht sein. Macht ja gar keinen Sinn. Oh, er ist ganz in der Nähe. Kommt er hier rein oder geht er? Ich glaube, er geht, oder? Oder? Nee, er ist ja drinnen am Suchen. Ja, stimmt. Sein Schlafzimmer ist ja jetzt quasi, Alter, wie viele Hunde sind hier unterwegs? Drei von den großen Hunden? Okay, wir bleiben still hier stehen. Ganz still und heimlich. Oh, ich glaube, er geht. Ich habe eine Tür gehört. Ja. Er geht. Niemand schießt mehr draußen rum. Halluzinationen sind auch weg. Und jetzt sollen wir uns im Schlafzimmer verstecken und versuchen zu schlafen? Hide in the back bathroom. Ist das der hier? Ah. Okay, hier sollen wir jetzt wieder schlafen gehen. Okay, dann rollen wir uns hier mal zusammen und gehen nochmal ein Ründchen schlafen. In dem Game kommt noch ein bisschen was, glaube ich. Und ich sehe schon, dass die Folge ziemlich lang sein wird. Deswegen machen wir an der Stelle jetzt Ende. Wir machen wohl noch eine dritte Episode zu Bark. Ein echt cooles Game. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefällt. Abonniert gerne den Channel. Ihr könnt das letzte Video drüben noch auschecken. Nochmal den ersten Part, falls ihr ihn euch anschauen wollt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bis dahin.